Frank hat gesagt, er ist das Alpha-Tier in eurer Beziehung. Ja, ja, aber er ist das Tier und ich bin das Herrchen. Deswegen, er kriegt das Halsband um. Da kann er Alpha sein, wie er fröhlich ist. Hauptsache, er kackt nicht auf den Teppich. Da ist mir alles andere egal. Ach, schön. Die Liebesfaust. Ich spiele den Max wie eine Handpuppe. So. Es macht einmal Flupp und dann, hallo, ich bin's, der Max. So, hallo Anni. So, ach, ist das schön. Auf jeden Fall eine Liebesfaust zurück. Eine ganz große Liebesfaust zurück. Könnt ihr mir den Funk mal ganz kurz in seinem Stream auch mal grüßen? Ich würde sagen, wir raiden den nachher mal. Ich muss mal gucken, wie das richtig geht. Hallo Britney Spears. Ich muss mal gucken, wie das richtig geht, aber ich glaube, das mache ich jetzt nicht, während ich spiele, sondern wir machen das hinterher. Ganz easy. Ich grüße dich und willkommen. Ich will immer sagen, Lurchgeschwader. Verdammt, Funk, es tut mir leid. Es tut mir leid, ich will Lurchgeschwader sagen. Das Mopsgeschwader Lurche, aber können Möpse und Lurche denn nicht Freunde sein? Alles geklärt, darfst Lurchgeschwader sagen. Boah, ich habe trotzdem ein schlechtes Gewissen. Der Max haut mich da bestimmt. Funk ist ganz nervös. Was? Max sagt, du bist unterwürfig. Ja, ich werfe mich gerne unter die Decke, wenn es kalt ist. So, jetzt hast du Funk wieder verlegen gemacht. Ach, schön. Ach ja. Funk, der Justin Bieber Fanboy. Was? Wollen wir den mal raiden? Pass auf, wir raiden mal den Funk. Also für Leute, die nicht wissen, wie es geht. Ich muss mal ganz kurz gucken. So, raiden. Twitch TV, ich weiß selber nicht, wie es geht. Royal Funk. Beim Raiden geht man einfach twitch.tv/royalfunk. Da gehen wir jetzt alle rüber vor der Pause und schreiben irgendwas Besonderes. Was schreiben wir denn mal? Wir machen jetzt eine Niesattacke. Hallo Darth Pern. Wir schreiben jetzt alle Hachi. Eieiei, er hat mich noch erwischt. Ich bin ein kleiner Flohfurz. Okay. Ich bin gerade bei ihm auf dem Channel. Man hört das bestimmt. Die Nahkampfwaffe ist eigentlich jetzt doch ganz gut angebracht hier. Ja. So, wir spielen jetzt. So. Oh, hört doch auf zu petzen, ihr Petzer. Außerdem will ich nicht am Sonntag Starbound machen, sondern ich will erstmal die beiden fragen, ihr Eumel. So, pass auf, wir schreiben jetzt alle Hachi. Wir schreiben jetzt alle Hachi in seinen Chat. So, Hachi mit Großbuchstaben. Ich weiß nicht, ob Großbuchstaben erlaubt sind. Hachi. So. Ja, Schnupfenzeit. Schnupfenzeit ist schwere Zeit. Ich mach mal ganz kurz den Ton an. Mich. Oh, mal gucken, wir das mehr. Mach mal diesen Arbeiterhelm, der oh, ist ganz schlimmer Schnupfen gerade. Ja. Alle schreiben Hachi. Miss Arbeiterjacke. High Visibility Jacket. Ah, damit man gesehen wird, wenn Licht auf einen leuchtet. Alles klar. Mal gucken, was mehr. Hachi? Was ist Hachi? Hachi? Was ist ein Hachi? Gesundheit. Was ist denn jetzt kaputt? Hab ich genießt? Hat irgendjemand genießt? Hachi Gesundheit euch allen. Meine Güte, was ist denn hier kaputt? Wer seid ihr? Ich muss erstmal ein paar Monster. Ja, ich bin halt gerade monströs mies schlecht. Ah, ist das schön. Ein kleiner Raid. Und alle niesen ihm gerade die Hucke voll und er rafft es nicht. Was ist hier gerade kaputt? Eine Pommes. Lichtsang. Was ist hier los? Wer seid ihr? Woher? Wer? Gute Gesundheit. Gott zum Gruße. Bless you. In anderen Sprachen. Was sagt man denn in anderen Sprachen, wenn jemand niest? Geil. Boah, bless you. Alter, ich freu mich gerade voll. Alles Gute. Okay, kleinen Moment. Hallo Dieter! Ja, ey, pass auf. Und jetzt schreiben wir Pups. Was ist hier kaputt? Jetzt schreiben wir alle Pups. Wie viele sind das und wer ist das? Wir schreiben jetzt alle Pups. Das würde mich am meisten interessieren. Ist das jetzt so ein Bot irgendwie, der... Na, komm schon. Einfach Pups. Ist es so ein Bot, der gerade an ist und irgendwie alles kaputt macht, wofür ich gekämpft habe all die Jahre? Komm, läuft so, mal nicht gucken. Weg, Freundchen. Mal gucken, wie uns umschlägt. Momentan ist noch Hachi. Ich hoffe, die Leute kriegen das auch mit dem Pups. Ich weil ich schlecht spiele. Habe ich gerade irgendwie. Ist voll lustig gerade. Hallo Asaya, Entschuldigung, Grüße aus Lissabon. Oh Mann. Ihr seid ja der Hammer. So, Pups, jetzt geht's los, Hachi, Pups. Hachi, also auf jeden Fall. So, jetzt, Alter, geil. Pups, alle schreiben Pups. Ich weiß nicht, woher ihr kommt. Ich hoffe, ihr seid normale Menschen und nicht irgendwelches Gesindel aus dem U-Bahn-Schacht von Berlin. Geil, wie geil. Hahaha. Wolltet ihr noch eins reinkloppen? Oder auch nicht? Dann halt doch, gut. Gehen wir erst unten oder oben lang? Unten, oben. Ich glaube oben, weil danach kann ich dann wieder... Pups! Hachi und Pups, was hat der für ein Benehmen hier? Geht mal zur Benehmenschule, echt ey. Hachi und Pups. So ein bisschen Röps, Pokratz. Und jetzt noch schreiben, lüfte mal. Das Spiel bei mir und meiner Freundin, einfach so Popel gegenseitig ins Essen schnippen. Wunderbar. Jetzt schreiben, Pups, lüfte ja, mal. Wohl bekommst. Mal gucken, was passiert, Alter. Röps. Oh mein Gott, noch mehr Gegnerse. Ich glaube, er weiß gar nicht, wo das herkommt. Zerschblatter. Ah, diese Waffe ist halt echt jetzt. Hallo Engine Start. Wunderschön langsam. Boah, wie geil. Zack. Zick. Ich freue mich gerade voll. Hühnerkack.
Er ist tot. Er ist wunderbar. Wie wäre es mit Zuckerarsch? Das machen wir danach, oder? Boah, das ist total geil, Alter. Rain ist mega. Vor allem, ich hab nur gelesen, wir kommen vom Papa. Lüfte mal. Papa Plate. Lüfte mal. Der gute Papa Plate. Kommt ihr vom Papa Plate oder kommt ihr von jemand... Uiuiuiui, wir müssen hier erstmal... Entschuldigung, eventuell ist es gerade nicht ganz so kinderfreundlich. Die Geräusche, die ihr hört, sind... Ja, so klingt das, wenn Erwachsene sich streiten, Kinder. Und pass auf, jetzt schalten wir um auf Zuckerarsch. Jetzt schalten wir um auf Zuckerarsch, dann ist das Geheimnis gelöst, glaube ich. Hallo, Endlo! Plus 5 irgendwie voll daneben. Das ist ein Hashtag Zuckerarsch. Dauert auch nur Jahre, bis ich mal was treffe. Mal gucken, was passiert. Alter, das ist total geil. Ich freue mich gerade voll. Er weiß überhaupt nicht, was los ist. Und er versucht, die Kontenance zu wahren. Aber auf den schieße ich jetzt. Mir wirklich egal. So, gut. So, gut. Ja, lüfte mal. So, und jetzt geht's weiter. Ist hier irgendjemand drin? Woher wisst ihr, wie schrecklich das bei mir müffelt in meinem Puma-Käfig? Was? Ich hab 133 Euro übersehen. Oh, was? Von wem? Oh Gott, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich bin ja gerade noch beim Raiden. Da draußen, von der alle immer erzählen. So, jetzt weiß er Bescheid. Fünfmal aufmachen. Jetzt muss er Bescheid wissen. Bei Zuckerarsch muss er Bescheid wissen. Von wem? Geier. Verratet mir, was ihr seid, woher ihr seid und warum ihr seid. Ihr seid vor allen Dingen wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viele Leute. Das muss er doch wissen, mein Zuckerarsch. So, erstmal den Space-Helm gefunden. Ist natürlich jetzt schade, dass dadurch unser wunderschönes, Dicky-Hoppenstedt-mäßiges Äußeres nicht mehr so ganz zur Geltung kommt. Deswegen, wir behalten ihn zwar im Inventar. Wir waren in die 133. Loot Crate. Was von Loot Crate? Vom offiziellen Loot Crate? Oh, das tut mir leid. Gronkh! Erik, bist du das? Ja, er hat's gemerkt. Ja, Zuckerarsch. Erik, Mann. Ja, er hat's gemerkt. Erik, du hammergeiler Bock. Hallöchen, du. Hammergeiler Bock. Ach man, dann schick doch mal Liebe von Gronkh rüber. Einfach mal Liebe von Gronkh. Hallo Erik. Liebe von Gronkh, einfach nochmal rüber schicken, dann haben wir ihn erfolgreich geradet. Hallo Max. Und Loot Crate, es tut mir leid, Loot Crate, ich hab's nicht gesehen. War das denn ernst gemeint? Ich weiß es gar nicht. Oder komm mal übersehen. Oh Mann. Boah, ist das geil. Alter, der wird gerade so geradet. Du willst mir sowas so sagen. Nein, du bist hier. Scheiße. Natürlich, einfach mal gegen 5 kleine Klopsis gleichzeitig. Na gut, ich komme aus Berlin, da machen wir das öfter auf den Straßen. Geil, das geil, geil, geil. Knabotz. Naja, schön Knabotz daneben. Oh, Alter. Jetzt geht's los. Und? Uiuiui. Holla, die Waldfee. Ach, Loot Crate Donated Off Post ist schon mal cool. Finde ich cool. Hallo, jetzt kann ich euch ja gar nicht mehr lesen. Ich möchte euch am liebsten alle lesen. Hallo, guten Abend. Erik, was tust du mir an? Du tust mir so viel wahnsinnig Gutes an. Erst das Kind und jetzt das. Ach, hallo. Das ist schön. Boah, ich freue mich voll. Liebe zurück von... Oh mein Gott. Liebe zurück von mir zu Erik, bitte. Zu Erik. Ja. Boah. Wenn man gar kein Gehirn mehr hat, dann redet man wie ich. Liebe zurück an... Boah, ist das geil. Alter, ja. Raiden ist mega gut. Ich Erik, muss mal gucken, ob ich so Raiden-Aktionen... Ob ich Raiding-Aktionen hier irgendwie in den Stream reinbringe. Nein, Erik, wirklich. Dankeschön. Was ist geil, was ist geil. Du weißt nicht, was du mir und meinen Freunden... Meinen Freunden? Ja, gar keinen. Ah, was mach ich denn? Erik, hilf mir. Ich baue Scheiße. Okay, die kleine Dicky Hoppenstedt springt einfach in ihren Geburtstag hinein. Ja. Ach, wunderbar. Geil. Du weißt nicht, was du mir und meinen Zuschauern für eine Freude machst. Also hoffe ich. Also ja, von den Zuschauern. Wir spammen den Chat total zu. Wie es den tumpen Pöbel, Liebe der zurück. Mir zugeht, der zuseht, das weiß ich nicht. Nochmal diese High-Visibility-Jacke brauchen wir ja alles nicht. Schade. Zurück. Boah, die Zuschauer, 6500 Leute auf einmal da im Stream. Liebe. Moment, ich muss... Mein Liebes, ich mache nur Nieren. Ich kann kein Herz formen. Ich kann auch immer. Ich habe irgendwie ich auch nur so komische Herzen. So. Viel geformte Finger auf jeden Fall. Ich kann kein Herz formen, weil ich mache immer die Liebesniere. Ist bei mir aber auch so. Ich mache das mit Autobatterie. Autobatterie, Liebesautobatterie. Könnte auch eine Milz sein, ich weiß nicht. Nieren, Milz, was auch immer ihr haben wollt. Oh, wie geil. Zwerchfellform. Oh, ist das schön. Pass auf, Zwerchfell. Jetzt ein Herz. Ne? Ist das schön. Seht ihr, passt nicht. Schade. So, der arme Chat. Ich glaube, wir haben den Chat geradet. Weiter gegen die nackten Samenspender. Ruhig weiter. Hallo, von Recklinghausen. Kommt zu nah. Okay, gut. So, jetzt muss ich aber mal den Funk leider ein bisschen leiser machen. So, Loot Crate, es tut mir leid, ich habe es nicht gesehen vorhin, weil wir gerade den Funk geradet haben. Vielen lieben Dank. Ich sollte das auch machen mit den Spenden. Öfter mal einfach bei anderen Streamern spenden. Das macht irgendwie Spaß. Sehr gut. Ich glaube, dass Leute überfordern. Ich kann noch nicht lesen. Ihr seid der Hammer. Ach, cool. Handherz. Boah. Handniere. Oh Gott, ich schließe einfach so. Hallo, Freund. Jetzt wird der Handherz gespammt. Die armen Leute, die da zugucken wollen und was schreiben wollen, die sind natürlich jetzt vollkommen... Oh Mann. Das Problem ist, ich kann mich jetzt wieder nicht mehr richtig artikulieren. Das ist immer so, ich habe jetzt ungefähr für die nächsten 73 Tage einfach mal Muskelkater hier und hier, weil ich jetzt die nächsten Stunden nur noch grinsen werde. Der Erik ist halt doof. Der bringt halt Menschen gern zum Grinsen und zum Lachen. Ich hasse ja sowas. Ja. Das ist ja immer gerade dann, wenn ich die schönste schlechte Laune meines Lebens habe, kommt Erik daher und sagt so, nö.
Upsi. Lass jetzt mal wieder. Verklag mich doch. Mann, wieder herzlich. Oh, ist das schön. Oh, ich freue mich voll. Ja, wenn ich das mal könnte. Überrollt haben wir die. Jawohl, Candy Blossom. Sagen, hallo, Wildcat. Ich weiß ja gleichzeitig, wie das bei mir aussieht, aber es sieht halt wirklich mehr so aus, als wenn ich probiere, einem Wal beizubringen, so, pass auf, wie man ein Luftkissenboot fährt. Pass auf, wir machen das so, bei Funk läuft gerade Starbound. Wer gucken möchte, gerne da gucken. Bei uns läuft gleich noch die Omi als letztes Spiel. Wir machen aber erstmal eine Pause. Ich muss den Funk jetzt gerade mal leider muten. Gronkh lacht sich einen ab, Funk. Was? Na? Hört der Erik jetzt gerade auf zu spielen? Oder nein, wie, oder was, oder nein. Oh, ich mache noch Omi. Ich habe nur ein bisschen gebastelt bei dir, ein bisschen geradet. Ja, Mackie, 13, 97. Oh Gott, da haben wir schon wieder seine volle Ladung. Und ja, das Stream wird aufgenommen, natürlich. Der Erik kann doch jetzt nicht aufhören, das ist doch... Nein, mach ich doch nicht. 0 Uhr. Mach ich doch noch andere Leute gerade erst... Zur Arbeit. Wie spiele ich denn? So, okay, pass auf, wir machen mal ganz kurz hier eine Pause. Der Funk streamt gerade Starbound. Wer gerne Starbound gucken möchte mit Funk, Royal Funk ist der Channel. Wir machen ganz kurz eine Pause und danach spielen wir die Omi. Gronkh, mach dich nach. Das kann auch nur er. Ah, nein, ihr. Ja gut, wie war das nochmal? Einen Gegner ehrlich und fair besiegen oder auf die billige Art und Weise? Nun gut, wir reden ein andermal eventuell darüber. Oder besser gesagt, über meine Art und Weise, etwas nicht zu können. Ich muss auch so eine tiefe Stimme kriegen, aber dazu muss ich viel mehr rauchen. Verreck ich, Schnecke. Ich muss rauchen. Er verreckt noch. Ansonsten hilft mir nach mit der Axt. Oder er hilft mir nach mit der Axt in mein Alter. Oder hilft dir nach mit der Axt. Ja gut, war ein schöner Moment, den er und ich... Er muss halt sterben. So, jetzt mache ich mal ganz kurz. Ich muss jetzt leider mal ganz kurz. Ich muss den Stream leider wegmachen. Auf den Boden klatschen. Ah, ich will nicht, aber ich muss. So, ich habe ihn jetzt schweren Herzens weggemacht. Gerade den Stream. Und Funk hat Jahrestag. Was? Wie wo Jahrestag? Das wusste ich gar nicht. Aber wir haben ja bei Funk. Also, ich glaube, wir haben Funk ein bisschen überfallen. Das ist okay. Das kann man machen. Der Funk, ich glaube, er hat sich auch ein bisschen gefreut. Ich bin mir nicht so sicher. Okay. Funk hat gerade durch die Aktion 1000 neue Follower bekommen. Geil. Absolut verdient, der Funk. Absolut verdient. Da freue ich mich sehr. Ich hoffe, er ist nicht allzu böse. Schöne Grüße vom Mopsgeschwader. Liebe Grüße zurück. Die Faust. Die Faust. Hier ist die Faust. So. Und ja. Funk hat dank deiner Raids jetzt fast 2000 Follower mehr. Siehst du, ist ja gar nicht mal so schlecht. Ist doch super. Da freue ich mich sehr. Vor allem freue ich mich auch sehr für den Funk. Ich hoffe, er kann auch von den Streams irgendwann leben. Das wäre mir eine sehr große Freude, weil er auch schon so lange am Struggeln ist und so lange am Machen ist. Ich würde es ihm wirklich so sehr wünschen. Ich hoffe, das klappt und ich bin sehr gespannt. Das kriegen wir schon hin. Den Funk einfach mal. Ja, das ist der Funk.